Ja, mir fällt übrigens gerade auf, wir haben hier ziemlich viele Tiere bei uns drin, oder? Ja, also nicht nur du als menschliches Tier, sondern natürlich auch die ganzen Vögel und Bären und was es da alles gibt. So, da sehen wir jetzt hier den Map an, um mal auf wichtige Sachen zu sprechen zu kommen. Und wir Hallo. sehen erneut, Villa White Tigers hat am Ende die Wahl, ob sie Theme Park oder Villa spielen wollen. Auch sie haben sich für die Map in der Toskana entschieden. Clubhouse Ja. rausgebannt von P-Ducks, genauso wie Coastline und Consulate. Ich bin mal gespannt, weil White Tigers spielen meines Wissens nach ganz gerne auch Clubhouse. Dementsprechend der Bann von den Playing Ducks da auch folgerichtig tatsächlich. Wobei man halt eben sagen muss, also die Bans passen an sich eigentlich sehr gut. Bans in dem Sinne, die von PDAX waren klar. Die hätte man auch voraussehen können, wenn man, also in meinen Statistiken, das gibt es natürlich auf jeden Fall her. Also Clubhouse war klar, dass das First Ban ist von PDAX. Haben die insgesamt 20 Mal gebannt. 14 Mal davon war das der erste Ban, den die getätigt haben. Ja. Dann Coastline und Consulate steht bei mir auch. Bei Coastline eine 21 und bei Consulate eine 11. Das hätte man durchaus erwarten können, dass diese Bans kommen. White Tigers heute ein bisschen, ja, bannfreudig in dem Sinne, dass sie mal Maps rausgenommen haben, die sie sonst eigentlich nicht so häufig bannen. Also Café bannen sie sonst nicht wirklich häufig. Oregon hingegen schon. Theme Park auch nicht so häufig. Aber die haben sich heute wohl mal gedacht, gegen PDAX muss das nicht sein. Villa, da treffen wir uns. Das passt beiden Teams auch ganz, ganz gut in den Kram. Beide haben die Map ja relativ häufig gespielt in den Qualifiern. PDAX fünfmal, White Tigers viermal. Und da bin ich mal gespannt, was man hier zeigen kann. Weil gegen richtig krasse Teams, richtig gute Teams, andere Teams, die auch innerhalb der Liga sind, haben sie jeweils immer verloren. Auf Villa. Ja, ich bin tatsächlich gespannt. Wir gehen jetzt hier einmal wie gehabt in den Überflug der Map. Wir sehen die Bombsites und wir starten hier direkt mit der Bannphase. Die Playing Ducks beginnen und pünktlich zum ersten Bann sind wir im Game. Thatcher wird rausgenommen. Sag mal ganz kurz, Harris, was ist deine Ja. Einschätzung zu diesem Match? Also, wen siehst du hier vorne und wen siehst du warum vorne? Schwierig, schwierig. Ich habe ja gesagt im Vorfeld, beide Teams haben so lala gespielt, also von der Anzahl her, wie oft sie diese Map gespielt haben und auch gegen wen. Wenn es dann halt mal gegen wirklich gute Gegner ging, die halt auch Villa beherrschen, dann endete das meistens bei beiden Teams daran, dass sie die Map verloren haben. Das heißt, es könnte hier relativ eng werden im Großen und Ganzen. Ich gehe aber mal, weil ich die Jungs auch sehr gut kenne, mit White Tigers. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch getippt. Zum einen, weil ich die Jungs ein bisschen besser kenne. Also vor allen Dingen, wenn wir davon. Also man kennt die Leute einfach. Ein Fluchtwagen, Janavar, die kennt man. Levolution kennt man natürlich. Kommt ja von der PS4. Wir haben heute Crazy dabei, der auch von der PS4 kommt. Also Ja, da damals auch ist. schon immer gesehen, da wo wir da in Magdeburg Castle Siege waren und so weiter, da waren die Jungs ja auch da. Alles super korrekte Leute. Ja. Und vor allen Dingen wieder back in business. Das haben sie ja auch bei Twitter kommuniziert. Sie wollen zurück. Sie haben wieder richtig, ja, Blut geleckt, muss man schon fast sagen. Playing Ducks auf der anderen Seite, eine unfassbar alte Organisation, die in Rainbow aber irgendwie jahrelang dann irgendwie nichts mehr zu melden hatte. Also in anderen Spielen sind sie ja ein bisschen aktiver. Jetzt hier mit dem Line-Up rund um Gamma dann. Damit auch in der höchsten deutschen, also in der höchsten Dachliga, die jetzt nicht GSA League ist, weil die Ascension League vielleicht für Leute, die gratis einschalten, ist sozusagen ein Sprungbrett oder das Sprungbrett in die GSA League. Dementsprechend hier ein sehr, sehr wichtiges Spiel oder eine sehr, sehr wichtige Liga und damit auch sehr, sehr wichtige Spiele. Und wir starten auf Aviator Games. Die Playing Ducks werden zuerst 6 Runden defenden. Und du hast ja vorhin schon gesagt, im ersten Match. Normalerweise muss hier die Def mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Jo. Von 4-2, das ist normalerweise diese Standard-Def. Dieser Standard-Def-Score. Mal schauen, ob das dann halt hier auch wahr wird oder halt eben nicht. Das Ding ist, bei PDAX kennt man eigentlich, außer aus den Qualifiern ja jetzt, eigentlich keinen, also ich persönlich nicht, weil das halt auch alles keine lokalen Spieler sind aus der Dachregion, das muss man auch nochmal dazu sagen. Wo die jetzt alle herkommen, frag mich nicht, aber es sind keine Spieler aus der Dachregion. Ja, also es ist so genau, Playing Ducks machen halt von dem Recht Gebrauch, sozusagen eine Dachorga zu besitzen.
Wo die einzelnen Spieler aus welchen europäischen Ländern die herkommen, weiß ich nicht. Dementsprechend aber natürlich vollkommen richtig, dass man sie erstmal so aus der Community heraus nicht kennt. Fluchtwagen und Co. kennt man natürlich. So, ja. Man sieht hier auch gleich, wo ich bei Fluchtwagen bin. Diana am Start, wird direkt mal unten Library ja, ausgescannt mit ihrem Holo, um zu gucken, was dort so los ist, um eben unter anderem dem Bruder, nämlich Janavar, hier ein bisschen Raum frei zu machen. Genau, ist auch eins der wenigen Teams, wo tatsächlich mal zwei leibliche Brüder auch mal zusammenspielen. Ne? Bei Secret haben wir Expo und KS. Genau. Und hier bei White Tigers haben wir halt eben Fluchtwagen und Janavar, die beiden leiblichen Brüder. Alter, unglücklich. Absolut unglücklich. Fluchtwagen da mit dem richtigen, mit der richtigen Idee, mit der Nade Richtung Library und Jäger zieht rum, kriegt den Headshot, ja, und hat dann gar nicht lang genügend Beine, um da noch wegzukommen. Damit Operatorenausgleich, wie es unser werter Kollege Markus der Fox Schwenn sagen würde. Ja, da hat Fluchtwagen wenigstens selber den Refrag noch gezogen. Ja. Obwohl er schon tot war, das muss man auch erstmal hinbekommen. Also es wird gerade gefragt, ob White Tigers GSA Qualifier gespielt haben. Natürlich, viele Teams, die wir jetzt hier in der Ascension League sehen, haben die GSA Qualifier gespielt. Janavar holt mit der nächsten Nade oder mit einer Nade Anim raus. Damit Vorteilsituation für White Tigers. Man muss dazu sagen, die Ascension League ist ja eine Reaktion auf die GSA Qualifier, da eben dort gesagt wurde, Mensch, es gibt einfach so, so viele Teams, die Bock haben, in so einer Liga zu spielen. Und da hat die OPL einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut meiner Meinung nach reagiert und hat gesagt, wir versuchen hier was, wir bauen eine eigene Liga auf, die sozusagen unter der GSA League steht, um diesen ganzen ambitionierten Teams die Möglichkeit zu geben, no. sich hochzuspielen. So, 2-4 Situationen. Spordos ist, glaube ich, unten, kriegt ihr auch das Brett von Nextro. Und damit ist Milk auf dem Goyo Last Man Standing. Das ist natürlich nicht so super geil. Er kriegt aber Levo raus. Mit der TCSG12. Hat hier, ich wollte sagen, hat jemanden geinjured, hat er aber nicht. Und White Tigers gewinnen souverän die erste Runde hier auf Villa. Und damit geht wieder die Attack mit der ersten Runde nach Hause. Verrückte Welt. Ja, hier muss ich halt auch tatsächlich sagen, das war sehr schön angespielt von White Tigers. Die haben da sehr, sehr viel mit Granaten gearbeitet. Gut, der Jäger ja jetzt am Anfang, ja gut, wo der herkam, das hatte man nicht so ganz auf dem Schirm. Kleiner Kritikpunkt da an der Stelle, das hätte man eigentlich auf dem Schirm haben sollen, weil es klar ist, dass eventuell da unten jemand auftaucht. Das Thema hatten wir ja vorhin auch schon mal. Wenn man da unten anspielt mit Granaten, sollte einem das bewusst sein. Aber auch im Großen und Ganzen danach, Jana war noch mit einer Nate noch einen zweiten Kill gezogen. Also die haben das sehr, sehr gut aufgebaut. Nextro auch gut Frags gemacht. Das ja, war eigentlich overall eine wirklich sehr solide Runde von White Tigers. So darf man natürlich gerne weitermachen aus ihrer Sicht. Und wir wechseln seitens PDAX direkt in den Spot. Wir gehen auf Trophy. Schauen mal, was uns da jetzt erwartet. Von den Reinforcements her und von den Bewegungen der Spieler sieht das hier halt auch eben schon so aus, als ob man hier wohl offensichtlich den Wunsch hat, die anderen Bombsites drüben, also wo normalerweise dann Bombsite wäre, Aviator Games Room, dass man da mithalten möchte. Also diese Extended Threat sozusagen spielen, auch keine schlechte Wahl, das machen ja viele Teams. Oder mal gucken, wo bei Tigers dann hier jetzt gleich den Angriff setzen wird. Ob sie sagen, gut, das Setup spielen wir an. Wir wollen die da raus haben. Oder ob sie sagen, gut, juckt uns überhaupt nicht, was sie da jetzt gerade betreibt. Wir greifen einfach direkt von Master an und eventuell von Astro. Und dann hat sich die Sache. Genau, einfach Roma sein lassen. Aber irgendwann müssen sie halt Richtung Spot. Genau, sieht hier allerdings so aus, als ob sie vorhaben, hier die dieses Setup von PDAX anzuspielen. Ja, und da braucht es jetzt natürlich eine verdammt gute Drohnenarbeit. Nextro haut die erste Drohne rein. Levo, glaube ich, jetzt auch gerade in der Drohne, um da einfach mal klar zu machen, wer denn überhaupt in diesem eher südlichen Teil des Gebäudes unterwegs ist. Wir haben unten auf jeden Fall wen, sehen wir hier ganz schön in der Übersicht. Ich weiß leider nicht, wer es ist. Nate Richtung 90 connected nicht. Sah tatsächlich wie einer von den englischen Operatoren aus. Also entweder Smoke oder Mute. Und dann wahrscheinlich eher Mute aufgrund des C4. Smoke will ich mal nicht hoffen.
Ja, wäre ein bisschen RIP für Smoke, denn Smoke ist ein klassischer Operator, den willst du einfach so lange wie möglich halten. IW bekommt hier. Das ist ein V, sehe ich gerade. Ich nenne ihn 4. Lass ihn uns 4 nennen. Wie wollen wir ihn nennen? Also, das müssen wir nochmal klar machen. Ich weiß es nicht. Nehmen wir ihn 4. Oder wir nennen ihn 4. Macht ihr den Opening Kill gegen Nike. Wenn ihr zu Hause die Idee habt, wie man den Guten ausspricht, oder dann gerne einmal. Sogar. Oder es wisst, genau. Einfach mal in den Chat hauen. Wir lesen mit. Wir sind immer sehr dankbar, wenn ihr uns helft. Und da gibt's das nächste Brett. Janavar wird rausgenommen von Gamma. Damit Überzahlsituation. Und Adam holt sich Levo. Nur noch Crazy und Fluchtwagen hier. Gegen 5. Und das sieht mal ganz gut aus. Das sieht so aus, als würde das hier ein spannenderes Match auf Villa werden als das erste. Crazy wird rausgenommen von Gamma, der mit dem Double Kill. Fluchtwagen reißt jetzt hier hoch und kriegt den Kill gegen sich. Flawless Round für die Playing Ducks. Hashtag Ducks Fly Together wird ja immer schon im Chat reingehauen. 1-1. Ja, das war hier jetzt etwas, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat von WTZ. Das Ding ist, ich habe ja im Vorfeld angekündigt, ich würde dieses Setup, also dass es da ja zwei Möglichkeiten gibt, ne? Entweder man lässt es links liegen oder man spielt es an, aber ich persönlich würde das einfach nicht anspielen, weil es juckt einfach keinen. Ja. Ne, wenn die den Attack auf der anderen Seite vernünftig durchkriegen, ne, mit Master, wenn sie, sagen wir mal, nicht mit allem Mann Master gehen, sondern eventuell hingehen und sagen, jo, wir gehen mit 3 Mann Master und 2 Leute gehen unten rein, unten drunter und gucken, dass die da schon mal warten. Ja, man kann das ja recht unauffällig machen, bevor man oben rangeht. Man könnte da eventuell auch sogar baiten, ja, indem man sich drüben bei Study hochrappelt, dann einmal rüber rotiert. Und dann wartet man da schon auf die Pappenheimer, die dann da mit C4 angelaufen kommen und sich dann denken, ich hole mir da gleich einen easy C4-Kill. Das entspricht dann aber nicht dem, was da passiert, sondern die rennen dann sozusagen in die Spieler von BTZ rein, werden rausgezogen und dann hast du da schon mal einfach das Spiel oben. Also ich bin da halt nie so der Fan von. Hat halt auch überhaupt gar nicht geklappt. WTZ wurde hier easy rausgenommen und damit hat es halt erstmal 1-1. So, der Chat hat entschieden, also die 3 Leute oder 4 Leute, die uns Tipps gegeben haben, und sie würden ihn vorne, also wie die englische 4, weil es ja natürlich kein deutscher Spieler ist. Wir bleiben also bei 4. So, Runde Nummer 3. Man sagt sich hier gleich, und das finde ich tatsächlich von den Playing Ducks eine schlaue Idee, zu sagen, wir könnten Aviator Games spielen, haben dort aber ganz schön auf den Poppes bekommen. Also gehen wir gleich mal auf diesen dritten Spot, der auf Villa sehr, sehr gut zu spielen ist, nämlich auf Kitchen und Dining. Andere Teams wären ja jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wieder hochgegangen. Hier entscheidet man sich dagegen. So, Fluchtwagen diesmal mit Sophia unterwegs und ich mit Iana. Ja, die haben da so ein bisschen durchgewechselt. Nikestro jetzt dementsprechend auf dem BB. Geht halt auch. So, Blackbeard am Start. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, um den Spot auch vor allen Dingen vertikal anzuspielen mit Ashe, Sophia und Janavar auf dem Sledge. Aber man spielt es sehr, sehr horizontal an. Sehr horizontal an. Was mich ein bisschen wundert. Man baitet hier mit einer Nade rein und hält einfach den Engel und hofft, dass da eventuell mal wer reinspringt. Das wäre dann nämlich der gute alte Four, der da ganz nah zu China Door stand. Ja, und da kommt. Naja, das jetzt wiederum war Mute, nämlich Milk, der da ein paar Hits von Janavar abbekommen hat, haben sich da gegenseitig. Das hätte man auch, das hätte durchaus auch nach hinten losgehen können, das würde ich unterlassen. Ja, absolut. Also sowas kann dann einfach nach hinten losgehen und dann ist es ein bisschen schwierig. So, bisher ist nicht so richtig viel passiert. Eine Minute noch zu spielen, man hat keine Top-Floor-Control, wenn ich das richtig sehe. Man hat noch nicht gebreached, also man verlässt sich hier auf Seiten der Playing Ducks wirklich darauf, dass man sagt, naja,
Die Attacker müssen kommen und White Tigers muss kommen. Ja, und da piekt man nochmal gegen. Fluchtwagen holt jetzt Gamma raus. Milk kann aber Janava klären. Das ist das Duell, was wir eben schon mal gesehen haben. Da kommt man sich aus Sicht von White Tigers wohl nicht zusammenreißen. Schön, Levo holt hier Spordos raus. Das ist auf jeden Fall wichtig gewesen für Nykstro. Levo holt auch noch Milk raus und damit White Tigers hier. Levo mit 3 Kills. Starke Runde. 2-1 Führung für WTZ. Es war tatsächlich Levo hier super wichtig. Wir waren gerade ja auf dem Blackbeard, der immer wieder den Puls da gefaced hat. Und ich bin der Meinung, gesehen zu haben, dass der Puls gerade rüberziehen wollte, während der Blackbeard nicht auf ihm drauf war. Und da kam Levo aber von der Seite an und hat da den entscheidenden Kill gesetzt. Sonst wäre das wahrscheinlich eher in die Hose gegangen, aus Sicht von Nykstro. Jetzt konnte man sich hier erstmal wieder die Führung holen. Aber wir sind wieder bei diesen 2 Attacker-Runden, Harris, wo du sagst, das ist eigentlich das höchste der Gefühle, was du in der Defense zulassen willst, auf Villa. Und das heißt, normalerweise müssten die Playing Ducks jetzt hier vollends ausrasten und sich Runde nach Runde nach Runde sichern, um hier überhaupt noch statistisch gesehen natürlich eine Chance zu haben. No. Janna war Opening Kill, ne? Bin da heute echt nicht so hinterher, was das angeht, gestern. Ich bin mir tatsächlich, ich schreibe mir die mittlerweile nicht mehr auf. Ich habe mal irgendwann in einem Talk erklärt, dass ich das ganz, ganz lang gemacht habe, aber das bei mir so löchrig in der Zeit wurde. Ich habe da so eine Spalte für extra. Ja, ich auch. Ich das normalerweise hier eintrage in meinem Dokument. Allerdings gestern lief das sehr gut, was das angeht. Heute bin ich da irgendwie nicht so hinterher. Da verpasse ich das öfter mal. Man möge mich auch hier wieder im Chat gerne aufklären, wer Opening Frag war. Ich meine, es war Janava. Aber wie gesagt, schreibt das gerne nochmal rein. Lamar meinte übrigens, man spricht ihn halt tatsächlich das Englische aus. Also IV auf Englisch, IV. Ja, brauchen wir jetzt nicht weiter vertiefen die Diskussion. Ich glaube, das kommt auch selber raus. Vielleicht frage ich ihn bis Freitag einfach, wie er gerne ausgesprochen werden möchte. Attackers have located a bomb. So, wieder ein Blackbeard dabei, Sophia. Also wir sehen hier jetzt tatsächlich mal Janava auf einer IQ und sonst irgendwie alles das, was wir schon mal gesehen haben. Jäger und Vamai in der Death. Wir haben Echo dabei, gespielt von Spordos. Und es lief ja dann in der letzten Runde für die White Tigers ganz gut, auch wenn ich ja bei einer Minute gesagt habe, es ist noch nicht so wirklich viel passiert, aber anscheinend ist da die Kommunikation ganz gut, dass man halt eben dann auch binnen kürzester Zeit erfolgreich attacken kann. So, Nykstro mit dem Blackbeard Kill gegen 4. Damit der war Mai raus. Was natürlich schade ist, weil die Magnets über die Zeit kommen. So, Gamma wird rausgenommen von Fluchtwagen mit der Sophia hier. Damit 5-3-Situation, Playing Ducks im Nachteil und das in der Death. In 90 hier, Classical Horror, steht noch jemand, das hat man jetzt spätestens mitbekommen, nachdem die Drohne direkt nach dem Wurf durchs Fenster rausgenommen wurde. Spordos wird rausgenommen von Blackbeard hier. Damit nur noch Anim und, ja, Milk wird auch rausgenommen. Blackbeard hier, pushing Blackbeard, man kennt ihn. Einfach mal auf den Spot gegangen. Und kriegt da dann den Smoke. Ah ne, ist ein Bandit. Ne, Anim überlebt den ersten, aber scheitert dann an Janava, der ihm da von der Seite das Brett mitgibt aus dem Classical. Wir sehen es hier nochmal im Kill Replay. Und damit bauen White Tigers ihre Führung aus. Das war auch wieder eine relativ stabile Runde von White Tigers, muss man da sagen. Ohne große Komplikationen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, Aviator läuft heute gar nicht. Oder? Also auch unabhängig, wer spielt, aber generell läuft irgendwie gar nicht, oder? Raven, da lief also überhaupt nichts, egal was den Spot betrifft, aber hier Aviator Games bisher auch sehr, sehr gut für die Attacker in diesem Matchup. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers.
Dafür lief Trophy vorhin eigentlich ja recht gut für P-Ducks. Das gehen sie jetzt halt auch wieder ein, das ganze Ding hier. Wollen da nochmal eine Defense fahren. Es sieht vom Operator-Lineup her unterschiedlich aus zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Die spielen aber wohl dasselbe Setup. Ja. Also vorhin kann ich mich noch daran erinnern, hatten die noch einen Bandit dabei. Den haben sie jetzt wohl ausgewechselt, aber das an sich, das Ganze, was sie hier spielen wollen, ist immer noch das, so wie vorhin halt. Dass sie einen Extended Setup spielen, dass sie drüben mit Aviator Games mitspielen. Und ich will hoffen, dass die Jungs von WTZ da ein bisschen draus gelernt haben aus letzter Runde und dass sie das eventuell nicht mehr anspielen. Es sieht auch von den Spawns her so aus, als ob sie da eben ihre Lektion gelernt haben und sich gesagt haben, komm, lass mal stecken. Muss nicht sein. Ja, ich meine, es war ein Versuch wert, diese Roma erst rauszuklären, aber das haben die Flying Ducks wirklich, wirklich gut gemacht. Und dementsprechend da einfach die bessere Death gehabt, was eben im Vergleich mit der Attack zu tun hatte. Jetzt muss man gucken, wie man es, also man, ich glaube, man will es hier ganz klassisch machen. Man will hier wirklich, man hängt jemanden hier an die Nordseite, um eben diese Rotation zwischen Astronomy und Bathroom immer wieder zu unterbinden. Und dann wird ganz klassisch über Master aufgebaut. Man hat ja mit Hibana, mit Crazy eben den Heartbreacher mit dabei. Thatcher ist gebannt. Dementsprechend ist es da nicht so einfach, eventuell den Jammer wegzubekommen. Luke wird ja hier gespielt von Spordos. So, und ich glaube, wir haben da schon einen, der auf jeden Fall sein Testament schon mal machen kann. Und das ist, glaube ich, der Smoke. Der ist da, glaube ich, im Barfum, wenn ich das richtig sehe. Ja, das war er. Milk down. Wenn du da getrappt wirst, keine Chance. Ich hatte das ja vorhin mal gesagt. Wenn die einen am Astro-Window noch mit dran haben und dann halt den Master bespielen, dann ist das Ganze halt... Wenn du da drin getrappt wirst, ist das auch... Also bist du weg. Gibt's gar nichts dran zu rütteln. Ja, da kannst du nur noch irgendwie versuchen, Zeit zu kaufen, aber das wurde hier ja relativ schnell auseinandergenommen. So, 4 ist injured. Den müsste man aus Sicht von Playing Ducks irgendwie wieder reviven, damit da überhaupt was läuft. Das wurde jetzt hier auch gemacht. Verteilt noch schön seine Magnet, falls er dann doch irgendwann down geht. Gamma da nochmal ganz kurz die Tür gecrossed. Vor Janavar. Ein paar Hits verteilen und jetzt wird hier Janavar auch von Anim rauskommen. Levo holt sich aber Spordos, damit Mute raus und das C4 weg. Und das ist von Anim eigentlich ganz smart, dass man wirklich hier nochmal Richtung Master rotiert. Und dann aber nicht den Gunfight verliert oder nicht den Gunfight gewinnt. Crazy gewinnt den Gunfight gegen Anim via Headshot und jetzt müssen es Vor und Gamma richten. Ja, wenn Anim da den Headshot nicht direkt hat, dann vergiss es. Da gewinnst du nicht gegen eine Hibana auf die Range. Außer versuchst dann nochmal irgendwie da ein Messer reinzujagen oder so, aber im Großen und Ganzen gewinnst du das dann nicht mehr. So, Flugwagen mit dem nächsten Kill. Vor auch raus und dann auch nochmal nachgesetzt. Gamma auch mit raus. Das war eine sehr, sehr solide Runde. Und siehe da, ich hatte mal wieder recht. Läuft es schon mal deutlich besser. Ja, man hat die, also die Death war ähnlich oder fast gleich aufgebaut, aber White Tigers haben einfach anders darauf reagiert. Die haben zugehört, ja, die haben sich vor zwei Runden oder was das war, in Runde zwei so rum, haben die sich danach die Analyse angehört, dachten sich so, ah, schlauer Fuchs, ja, schlauer Fuchs, der höchste. Schlauer dann, Kaiser, dieser große und Mann. Dann spielen wir so. Ja, Spaß beiseite, aber wie gesagt, vernünftig aufgespielt, so sollte man das halt eben auch machen. Und damit fährst du eigentlich immer recht gut. Es sei denn, du siehst halt wirklich drüben eine Lücke und du kannst dir sicher sein, dass da keiner irgendwie noch reinrotiert. Du hast da die totale Kontrolle da drüben, aber das war halt vorhin nicht der Fall. Und ich glaube, das Risiko wollten sie auch einfach nicht nochmal eingehen. Und ja, damit jetzt in der letzten Runde Defense für P-Ducks. Es steht 4-1 für White Tigers. Ich habe ja vorhin an dieser Stelle gecallt, das Match ist vorbei. Könnte man auch hier wieder so sagen. Ich bin mal gespannt, was P-Ducks jetzt anders macht. Ob sie dieses Setup ein stures drittes Mal so durchsetzen. Also, dass sie halt dieses Extended Setup spielen oder ob sie es lassen.
und jetzt halt irgendwie was anderes spielen, weil du kannst hier alleine schon an dem sehen, was Pidax da mit dem Castle macht, dass sie da ein bisschen jetzt in die Richtung gehen, ja, nee, lass mal. Das wollen wir nicht nochmal, dass da halt im Astro-Window ein Backbeard hängt, da ist gecastelt. Wir haben da keinen Bock drauf, dass über Barfum so schnell Stress gemacht wird. Da ist auch gecastelt. Und der Jäger spielt da jetzt auch aggressiv oben im Closet drin. Ich weiß nicht, ob der da vielleicht einen Jump-Out machen will oder ob der da einfach drin warten möchte. Das werden wir sehen. Da muss White Tigers jetzt ein bisschen gucken, dass sie da nicht eventuell in eine Falle reinlaufen, die Pidax hier aufgebaut hat. Das werden uns auf jeden Fall die nächsten 2 Minuten bereitlich bestätigen oder beantworten, inwiefern man da in eine Falle läuft oder auch nicht. Die White Tigers sind, und das hat der Chat gerade auch honoriert, wirklich on fire gerade. Ich glaube, also, die spielen ja schon ewig lang Ranked. Vor allen Dingen die Bruderfußbank und Sanaba, aber auch Crazy und Revolution. Und ich glaube einfach, dass man mit dieser Expansion League hier von der Opportunity eine Option sieht und wirklich sagt, hey, hier können wir uns nochmal beweisen, hier können wir wirklich nochmal versuchen, so hoch wie möglich zu kommen. Und das kann dann auch eben was loslösen. Und du hast ja gesagt, beide Teams haben sich in den Qualifiern so lala verkauft, wenn man die 8 Teams, die sich qualifiziert haben, mal ja, betrachtet. Auf dieser Map gesprochen natürlich. Ne? Ja, auf dieser Map gesprochen. Aber auch White Tigers, die haben zwischendurch dann auch wirklich Qualifier gehabt, wo sie relativ früh gehen mussten. Dann natürlich auch, weil sie zum Beispiel, ich kann mich an das eine Qualifier erinnern, wo sie gegen Respot so früh ran mussten. Und während ich hier quatsch, macht die Fluchtwagen einfach mal den Double Kill. Und Four wird als Opening Frag rausgenommen. Und damit ist man hier ganz, ganz schnell in der massiven Unterzahlsituation. Spordos kriegt massive Hits hier ab. Man baut komplett über Bathroom auf. Spordos holt sich Janna. Kann hier nochmal den einen Kill sitzen. Milk steht hier close. Und der Shotgun smoked sich jetzt einmal ein, um dem Druck ein wenig zu entgehen. Drohne kommt, die Position von Spordos ist bekannt. Keine Smoke mehr da. Er bleibt mit Shotgun erstmal da stehen. Wie will man das jetzt auf Seiten von, ja, Pustekuchen wollte ich gerade sagen. Und da gibt es hier die beiden Schellen gegen Spordos und Milk. Und die White Tigers machen die fast perfekte Halbzeit 5:1 auf Villa hier nach 6 gespielten Runden. Das sieht ja fast schon wieder nach Überfahrt aus. Ja, vielleicht ist heute der Tag der Überfahrt, man weiß es nicht. Hm. Aber was auf jeden Fall gut aussieht, ist, wir haben fast die 1000 Zuschauer hier auf Rainbow6.de, auf dem Twitch-Kanal 955 aktuell. Das freut uns sehr. Sagt allen Leuten Bescheid. Nutzt den Hashtag R6AL auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer ihr mögt. Ihr könnt gerne uns natürlich auch taggen, mich und den guten Harris. Und generell heißt es, wenn ihr Feedback habt, was wir hier zum Teil als Caster, aber auch zum Teil die Produktion oder die OPL besser machen kann in künftigen Übertragungen der Ascension League auf Rainbow6.de, dann bitte einmal an uns herantreten. Sei es über Discord, über Twitter, über Instagram, über TeamSpeak, wie ihr uns auch immer erreichen könnt. Die Gesichter der OPL sind ja bekannt. Und sonst einfach mal die Website besuchen. Da seid ihr eigentlich immer gut bedient mit. Da erreicht ihr die Jungs und Mädels der OPL mit einem Support-Ticket auf www.opleague.eu. So, Kitchen ist der erste Spot von den White Tigers. Und das ist ja tatsächlich erstmal, wenn man es ganz flapsig sagen möchte, ungewöhnlich. Dass man halt nicht die beiden Top-Spots an erster Stelle sieht, Aviator Games und Trophy Statuary, sondern dass man gleich sagt, wir gehen mal auf Kitchen. Ist das immer so ein bisschen dieses Gambling, dass man sagt, vielleicht rechnet der Gegner nicht damit und bringt ein anderes Setup mit? Ich weiß nicht so ganz, ob man das schon als Gamble bezeichnen kann. Ich glaube, es ist einfach nur so, wenn du weißt, ich denke mal, White Tigers wird das selber gut einschätzen können, dass Kitchen von ihnen ein guter Spot ist, dass man den halt zuerst nimmt. Und abgesehen davon, dass Nykstro mit der Aktion hier gerade ein bisschen verkauft hat, aber dass du halt eben damit auch so ein bisschen, wie du es schon sagtest, den Gegner ein bisschen
ja, in die Irre führen kannst, ne? Weil die mit dem Gedankengang natürlich erstmal reingehen, die sind entweder jetzt Aviator oder Trophy, meistens Aviator. Und hier ist man halt jetzt erstmal Kitchen. Wie gesagt, Nikesto raus, war jetzt ein bisschen unlucky, aber es folgt gleich sozusagen der Ausgleich von Fluchtwagen, der holt hier Arnon nämlich raus. Ja. Der Opening-Frag gegen Nikesto war natürlich unglücklich, dass man ja, da so spät einfach auch noch reinforced, vor allen Dingen vom Hallway aus, also gar nicht mehr von Memorial. Das war nicht mal ein Reinforcement, sondern glaube ich nur eine Door oder so ein Quatsch. Ah, okay. Also ja, das gut. Ist dann noch schlimmer. Aber das ist dann ein gutes Teamplay, dass man sagt, hier übrigens, ich habe jemanden auf Drohne, ich pinne und schieße, zack, war Nikesto tot. 4-4-Situation, wollte ich gerade sagen, ist hergestellt, aber Levo holt sich im Milk raus und damit der Heartbreacher rausgefallen. Boah, Fluchtwagen holt sich Gamma raus so und der unlucky. Kill darf nicht fallen. So unlucky. Er weiß, er guckt weg. Er guckt weg. Fluchtwagen rotiert hin, guckt da wieder hin, stirbt. Ja. RIP. Ist die Frage, ob du da stehen darfst oder sollst, wenn die Top Control gefallen ist, weil du dann eigentlich davon ausgehen kannst, dass immer mal wieder einer da vorbeikommt. Sport of Richtig Levo, der da ein bisschen ungeschickt über Bike wieder zum Spot zurückrotieren möchte. Aber damit ist Bordos jetzt halt bekannt, wo der steht. Die haben ja jetzt auch schon eine C4 preplaced. Das heißt, da wird jetzt halt nicht mehr viel laufen. Der muss das jetzt halt erstmal wegnaden. Das heißt, Utility ja, verbrauchen. Fluchtwagen von der Position mit dem zweiten Kill holt sich jetzt auch nochmal voraus. Damit ist Bordos alleine übrig. Der ist jetzt alleine on-site. Und beide Jungs von WTZ, die beiden Bros, die sind gerade off-site. Ja, Janava kann er sich holen, damit bleibt nur noch der eine der beiden Brüder übrig, nämlich Fluchtwagen, der hier über China gerade wieder Richtung Spot rotiert und man will gar nicht auf Plant gehen, weil man ganz genau weiß, dass man das Duell eher verliert. Schön. Und Fluchtwagen mit dem 4K hier gegen die Playing Ducks und damit das 6-1 und damit, Freunde, haben wir Match und Mappoint und wir schauen uns, glaube ich, jetzt mal hier das sexy Replay an von diesem Wallbang. Er entert hier die Art Gallery und dann kommt der Ping und da scheppert's dann gegen den Bandit. Also schöne Aktion, schöner Opening Kill, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man den Opening Kill auf seiner Seite hatte, Match und Map Point für die White Tigers und lieber Chat, ihr wisst, was das heißt. Entweder Hashtag Ente grillen oder Hashtag Tiger zähmen. Was glaubt ihr, wer holt hier den Sieg in diesem zweiten Match des ersten Spieltags der Essential? Hast du gerade gelacht? Ja, so ein bisschen. Okay, gut. Auch, ja. Ich habe es vorhin von irgendwen im Chat gelesen mit dem Entegrillen und ich fand das ziemlich cool. Ja, und das erinnerte mich gerade so, du weißt ja, was ich vorhin noch gezockt habe. Da bin ich mit dem Entegrillen ja auch relativ nah da dran. Ne? Stimmt, ja. Von daher, ja, ich möchte natürlich hier nicht parteiisch sein. Ja? Ist alles so, wie es ist. Ja, aber das war einfach nur etwas, woran ich gerade denken musste. Ja, und ne, nicht parteiisch hin oder her, aber man muss einfach sagen, White Tiger spielen hier gerade das bessere Rainbow. Das jeder weiß, dass ich ein Realist bin. Ja, 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 von mir wird man nie irgendwas hören, was nicht auch irgendwie ja, eine realistische Einschätzung ist. Also ich bin da eigentlich kein Träumer, so in Richtung wünsch dir was, so, das ist nicht meine Art. Nee, und wie gesagt, White Tiger spielen gerade einfach das bessere Rainbow. Playing Ducks hat nicht wirklich eine Antwort drauf. Die hatten halt diese zweite Runde, da hatten sie sich ihre erste Runde wiederum gesichert. Das war die Death of Trophy Statue. Die erste Attack von ihm ging jetzt nach hinten los, weil man das einfach von White Tigers wirklich gut gemacht hat. Am Ende knapper, als einem wahrscheinlich lieb ist mit einer 1-gegen-1-Situation. Aber Fluchtwagen, das war auf jeden Fall deine Runde gerade mit den 4 Kills. Es hätte auch beinahe schon wieder gut angefangen. Der hat hier mit einer schönen Outside-Cam fast einen Opening Frag gezogen. Hat nicht ganz geklappt, aber Ash immerhin auf 50 HP runter. Und das ist bei Ash ja auch immer eine schöne Sache, weil die kriegst du ja oftmals auch gar nicht gut. Ja, Gamma ist hier Opening Frag und Fluffy macht da weiter, wo er aufgehört hat, kriegt jetzt noch den Refrag gegen sich. Milk holt sich Fluchtwagen und Four holt sich Nikesto, der bisher in den beiden Deaths nicht so viel zu melden hat. In der ersten Runde der eigenen Defense Opening Frag jetzt hier ebenso früh raus. Playing Ducks in der Vorteilsituation. Janava muss ein bisschen gucken, wurde hier ausgedrungen.
abseits vom Spot, rotiert jetzt wahrscheinlich zurück. So, Sophia wird hier vorgedrungen. Das ist vernünftig, dass man hier jetzt da einfach mal Raum einnehmen möchte, um zu gucken, ob eventuell noch irgendwo jemand rumlungert. Zum Beispiel ein Janava. Das ist jetzt halt alles Raum, den man hier einnimmt, weil auch, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, keiner von WTZ mehr im Roam ist, sondern die sind alle on-site da. Doch, da ist noch jemand im Roam, da ist noch einer unten. Ob man den auf dem Schirm hat, ich weiß es nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass das Janava ist, der unten sich aufhält. Würde zumindest Sinn machen, der hat ja auch noch 24 am Start, ne? Ja. Aber es ist tatsächlich Revolution, würde ich sagen. Die Frage ist immer bei einer Unterzahlsituation, Harris, wie schlau es ist, da noch groß auf Hafenrundfahrt zu gehen. Und das erkennt Revolution ja auch und rotiert die Mainstairs wieder hoch. Ich bin jetzt gleich von Study mit supporten, das ist auch in Ordnung. Weil Crazy hält da den Classic Hallway ganz gut alleine. Weil wenn die Sophia kann da halt nicht weiter vor. Gut, jetzt hat sich das eh erledigt. Ja, weil Enem und Sportos hier Bretter verteilen. Crazy mit dem Kill gegen vor und damit ist es halt die Unterzahlsituation. Und Playing Ducks holen sich ihre erste Attack hier auf Aviator Games. Und damit steht es 6-2, erster Map und Matchpoint ist denied. Das wäre aber durchaus noch drin gewesen, das zu gewinnen. Da hätte Dingens einfach nicht so offensiv pieken dürfen, Revolution. Ja. Weil es war klar, Crazy hält da hinten. Die Sophia konnte nicht vor, weil wenn die einmal in die Gaswolke reinläuft, dann ist die weg. Die hatte vielleicht noch 5 HP oder so, vielleicht 10. Da kannst du dann nicht durchlaufen. Und auf der anderen Seite, da hätte man das eigentlich halten können. Und erst in dem Moment, wo man wirklich von Onside den Call bekommt, die sind jetzt da, die sind jetzt drin, dann hätte Revolution rumziehen können. Aber wie gesagt, meckern jetzt auf hohem Niveau. Und es ist ja noch, sag ich mal, eine weite Strecke, bis PDAX hier eventuell auf einen Draw kommen könnte und dementsprechend dann in die Overtime. Genau, also für euch nochmal kurz zur Erklärung, weil das Wort Draw gerade gefallen ist. Es gibt hier in der OPL essentially keinen klassischen Draw mit einer Punkteteilung von 1-1, sondern bei einem 6-6 spielen wir die normale Overtime, die ihr auch kennt, bis zum maximal 8-7, also maximal 15 Runden. Der Gewinner der Overtime geht mit 2 Punkten raus, der Verlierer der Overtime mit 1 Punkt. Aviator Games wird jetzt hier nochmal defended von den White Tigers zum zweiten Mal hintereinander. Es hat eben gerade nicht so funktioniert, obwohl es zwischenzeitlich sehr, sehr gut aussah. Man hatte ja diese 3-2 Überzahlsituation, hat dann aber aus Sicht von Sportos und Anim zwei sehr, sehr wichtige Kills bekommen. Crazy ist in der Zeit rausrotiert auf den Classic Killer, da einen Kill gezogen an 4 und hat dann aber den ganz langen Onkel ins Gesicht bekommen. Mal sehen, ob die White Tigers eine Idee jetzt entwickelt haben in dieser kurzen Zeit, wie es besser laufen muss auf Aviator Games, um das Match hier zuzumachen. Schauen wir mal, hier wird auf jeden Fall schon mal ein bisschen vertikal angespielt. Das ist ja auch nichts ja, großartig Besonderes auf dem Spot, aber immerhin machen sie es. Da gibt auch einige Teams, die versuchen es ohne. Das geht dann meistens eher weniger gut aus. So, 55 Sekunden sind gespielt. Jetzt bisher noch nicht viel passiert. Das Gute ist für WTZ, sie können sich ja relativ entspannt zurücklehnen, weil die Flying Ducks, Playing Ducks müssen hier irgendwie Richtung Spot kommen. Man kriegt hier den Opening Frag an Fluchtwagen, der sich nochmal Stim pisteln konnte, aber es hat nicht gereicht. Sportos mit der Nate gegen Nikes und Janava holt aber Milk raus. Der nächste Kill hier von Crazy an Gamma mit der Shotgun im Close Combat Gunfight. Damit die 3-3-Situation. Da sage ich, es passiert 55 Sekunden nichts und dann bricht hier innerhalb von 20 Sekunden die Hölle los. Jo, das ist. Aber das kennt man ja, ne? So gehört sich das auch, ganz einfach. Punkt. So muss das laufen.
Es wird schon im Chat geschrieben, heute gibt es Peking-Ente. Ja, mal schauen, ob sich die White Tigers hier in ihrem zweiten Match und Map Point durchsetzen können. Die Smoke Richtung Classic Kill ist wichtig, um da einfach den Push von Anim auch zu unterbinden. Four hat jetzt den Diffuser wieder. Crazy ist ein bisschen, oder ist im Vergleich zu allen anderen relativ low. Musste aufpassen, da reicht wirklich ein Bodyshot und der fällt tot um. Dann wäre es die Unterzahl-Situation für die White Tigers. Und da kriegt man den Kill nicht. Crazy holt sich Anim, wird aber gerefragt von Four, der davor Levo holt. 1-2 Situation. Janavar muss jetzt klären. Und das ist so gut. Das ist so gut. Er sieht jetzt den ersten. Oh, da kriegt er Sophia nicht. Jetzt piekt man hier den Hallway. Und Iana holt den Kill. Playing Ducks gewinnen die zweite Folge, die zweite Runde in Folge so rum und verkürzen auf 6-3. Poke incoming? Fragezeichen. Ist der Throw real? Das ist die Frage. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage der Zeit, bis hier White Tigers das Ding zumachen. Aber mit jeder Runde wechselt natürlich oder schwankt das Momentum so ein bisschen. Nämlich, dass Playing Ducks da wirklich Punkte oder die Möglichkeit auf Overtime wittern. Es ist irgendwie verdrehte Welt heute, oder Harris? Was die Defense-Lastigkeit von Villa angeht. Ja, irgendwie schon. Kann ich mir auch irgendwie nicht erklären, warum das so ist. Ich meine, die beiden Attacks, die wir jetzt gesehen haben, waren auf demselben Spot. Alles okay. Waren auch teilweise ein bisschen unlucky, ein bisschen also individuell fehlermäßig belastet. Ich bin jetzt mal gespannt, vorhin Kitchen Dining lief ja ganz gut eigentlich, bis auf, dass man da halt fast den Löffel abgegeben hat. Mal gucken. Mich wundert es auch übrigens, dass White Tigers bisher kein Trophy gespielt hat, ne? Ja, überhaupt nicht. Also sie haben da, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Wählen jetzt eher oder wählen jetzt Kitchen Dining, der ja in ihrer ersten Death in Runde Nummer 7 super, super gut lief. Auch wenn es am Ende eine 1-1-Situation war, das möchte ich nochmal betonen. Aber es war eine sehr, sehr stabile Runde von den White Tigers. Und ich glaube, dass sie sich jetzt eher darauf verlassen, dass das nochmal funktioniert, um dann wirklich jetzt im dritten Anlauf das erste Matchup hier zu schließen. Wo will man ins Gebäude? Das ist immer so ein bisschen die Frage bei Kitchen. Ich glaube, du bist ja auch ein Riesenfan davon, auf jeden Fall die Top-Control zu haben, um vertikal ein bisschen spielen zu können. Wir haben es vorhin von White Tigers gesehen, dass es vor allen Dingen auf einer horizontalen Ebene attackiert wurde. Also du musst es nicht auf vertikal spielen. Das ist kein Muss, ne? Aber es ist immer ganz nett. Horizontal kann auch seine Nachteile haben. Vor allen Dingen, wenn es von unten C4s regnet. Und davon haben wir ja gleich drei Stück am Start hier bei den White Tigers. Man rechnet wohl immer noch damit, dass eben auch Verteidiger oben sind. Und wir sehen es hier ganz schön in der Einstellung in der First Person von Anim, dass halt drei Spieler von den White Tigers oben sind. Fluchtwagen eröffnet gegen Gamma. Ash rausgenommen von Valkyrie. Fluchtwagen hier heiß unterwegs mit 14-3-5. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat richtig Bock. Der Engel hier kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Thema haben wir vorhin schon mal. Genau diesen, dass der auch reingeschossen wurde in den Engel. Ja. Da war das auch nicht erfolgreich. Fluchtwagen holt sich Sporters raus. Und schon wieder nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das hat man nicht auf dem Schirm. Mill kann jetzt hier Janava rausnehmen. Und Fluchtwagen ist heiß. Der will das Ding hier jetzt unbedingt dicht machen. Weil ich glaube auch er weiß, wenn die Playing Ducks jetzt nochmal ins Spiel kommen, könnte es eng werden. Nykstra holt sich vor Anim holt sich Fluchtwagen, Nykstra holt sich aber Mill. Anim, Last Man, Stop. Ja, und da gibt es den Kill von Levolution. White Tigers gewinnt das erste Match gegen die Playing Ducks 7-3. GGWP. Ja, aber irgendwie interessant, dass Fluchtwagen, also
abgesehen davon, dass es jetzt sein Match gewesen ist und der halt auch in der Defense komplett nochmal die Hütte abgerissen hat, dass der halt so viele Kills da auch durch dieses Loch da zieht, das ist also fast schon eine Frechheit, muss ich sagen. Ja. Ja, also da gibt es aber auch trotzdem nur zu sagen, die haben das top gespielt, WTZ, die haben in den Attacks super krass vorgelegt. In der Defense, da sollten sie vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Da war das Team play-technisch noch nicht ganz so Premium. Das hätte man teilweise, ich habe es da angesprochen, ein bisschen anders spielen können. Ja. Aber overall kann man da mit der Leistung auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, also wirklich eine stabile Leistung von den White Tigers hier. Man hat 5-1 geführt und hat dann tatsächlich ja einfach auch zwei Map- und Matchbälle abgegeben, weil sich die P-Ducks da nochmal aufgerichtet haben. Aber in letzter Instanz haben die White Tigers hier ihre ersten 3 Punkte am ersten Spieltag klargemacht und können sich ab sofort auf Freitag vorbereiten. Da bin ich wirklich gespannt, wie es dann da aussieht. Wir gehen jetzt ganz kurz in eine kleine Pause und dann sehen wir uns mit dem dritten Match des heutigen Spieltags hier zurück auf twitch.tv/rainbow6.de. Bis gleich. Bis gleich.